Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ja, und jetzt wird Judith euch zeigen, wie hier auf Madeira auf traditionelle Weise Kartoffeln und Süßkartoffeln gesetzt werden. Also das ist ganz einfach, man braucht dazu Ranken, die wir hier schon wild wachsen. Wir sehen die hier am Boden. Da bricht man sich einfach so ein Stück ab. Dann muss man den unteren Teil, der in die Erde kommt, von den Blättern befreien. Danach hat man dieses Stück hier. Oben ist natürlich das Grüne, das aus der Erde gucken muss. Darunter kommen 20 cm, die dann in die Erde gesteckt werden. Und bei jedem Knopf hier wachsen dann Wurzeln und ebenfalls die Süßkartoffeln. Mhm. Bei normalen Kartoffeln geht das nicht. Nein, weil das ist eine komplett andere Pflanzenfamilie, die gehören mehr zu den Tomaten. Süßkartoffeln funktionieren aber so. Und jetzt wird Judith euch zeigen, wie man auf traditionelle Weise die Triebe in die Erde tut. Genau. Ja. Und ich habe hier noch zwei Sorten. Es gibt ganz viele Sorten. Eine hat spitze Blätter wie diese und diese hat runde Blätter. Aha. Und im Moment pflanze ich jetzt noch eine Reihe mit den runden Blättern. Und da gibt es ein ganz einfaches Tool. Da nimmt man ein Stück Schilf, kann auch Bambus sein oder ein anderes Stecken. Man schnitzt da vorne ein kleines V. Aha. Und damit kann man ganz einfach diese Ranke diagonal in die Erde stecken. Jo. Ja, liebe Leute, so werden Süßkartoffeln gepflanzt. Ach ja, eben und nach 6 Monaten können wir dann hier nachschauen und schauen, wie viel wir ernten können. Ja, jetzt ist Mitte November, das heißt, zu Beginn des Frühjahrs haben wir jede Menge Süßkartoffeln. Tja, so ist das. Ja, und wenn euch solche Gartenvideos gefallen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, subscriben, liken und ja, wir sehen uns in Kürze wieder auf unserem Kanal. Bis später. Jetzt zeige ich euch mal einen Annona-Baum. Die Annona-Frucht kennt man nicht wirklich in Deutschland, in der Schweiz. Ich habe sie auch neu kennengelernt hier. Das hier ist die Annona-Frucht. Wenn sie klein ist, ist sie noch sehr gekerbt. Wenn sie dann reif ist, dann sollte sie ein bisschen runder sein, ein bisschen aufgeblasener aussehen. Dies hier ist jetzt auch ganz hart, aber sehr schwer. Ihr seht, wie groß sie ist. Ich habe auch am Boden schon gefunden, dass ein, zwei runtergefallen sind. Die Annona-Frucht hat innen ein weißes Fruchtfleisch und diese charakteristischen schwarzen Kerne. Diese ist jetzt schon von Würmern und Käfern aller Art überfallen worden. Ist also auch sehr beliebt bei allem, was da am Boden kreucht und fleucht. Der Geschmack ist ein bisschen wie Vanilleeis, sagt man. Man lutscht einfach das Weiße weg und die schwarzen Kerne, die werden dann eben nicht, die darf man nicht essen, die müssen weggetan werden.
Das sind dann die weißen, die schwarzen Kerne. Hier war ja ein ganzes Dickicht mit Wein und mit Passionsfrucht, die sich gegenseitig überwuchert haben. Ich musste da mal ganz heftig zurückschneiden. Und dieser alte Strunk hier, das ist eine Passionsfrucht. Da habe ich halt die Ranken alle irgendwie in der Länge von vielleicht 4-5 Metern irgendwo abgeschnitten. In der Hoffnung, dass sie eben weiter unten wieder ausschlägt, damit halt die Früchte und die jungen Triebe näher beim Stamm sind und nicht zuerst irgendwo bis ans Ende des Stücks Land wuchern müssen, um etwas Sonne zu finden, um zu wachsen. Ich habe also ziemlich zurückgeschnitten und jetzt ist Anfang Dezember. Das Zurückschneiden habe ich vielleicht vor 2 Monaten gemacht. Und jetzt sehe ich wirklich, wie es hier wirklich ausschlägt. Hier gibt es junge Blätter überall, teilweise noch ganz klein. Aber ich denke, im Frühjahr werden dann hier schöne junge Triebe kommen überall. Und dann kann ich die neu aufbinden und besser ordnen. Und dafür habe ich dann halt den Wein auch zurückgeschnitten, damit wir hier ein bisschen Platz haben für Passionsfrucht. Weil Wein haben wir wirklich genug überall. Und dann machen wir auf dieser Ebene dann lieber verschiedenste Sorten von Passionsfrucht, weil da gibt es ja auch sehr viele verschiedene Arten. Ich habe schon Samen gesammelt. Ja, da gibt es alle möglichen Arten. Auf Madeira findet man ja auch die Bananenpassionsfrucht, die Bananenmaracuja. Einfach im Wald, die wächst dort ganz wild, die hängt dann von den Bäumen so runter, weil sie an den Bäumen raufklettert. Ja, und wenn man dort spazieren geht, kann man sich dann ein bisschen erfrischen mit einer Maracuja, wenn man dann zur richtigen Saison auch im Wald ist. Ja, also diese alte Wurzel hier, ich weiß nicht wie alt die ist, die muss schon wirklich alt sein. Die schlägt also neu aus, da freue ich mich doch darüber. Bis später. Was wir auf dem Grundstück auch noch haben, ist ein Kastanienbaum. In der Schweiz nennen wir die Maroni. Das sieht dann so aus. Da war mal wohl ein sehr großer Baum, Kastanienbaum. Der wurde da einfach abgeschnitten, aber er hat sich nicht aufhalten lassen, hat neu ausgeschlagen. Und inzwischen ist er auch ein großer Baum. Ich habe ein paar Früchte gefunden, wie gesagt, aber nicht viel, weil er wohl momentan gerade die ganze Energie darauf verwendet, zu wachsen. Da werde ich ihn dann mit Nährstoffen versorgen, damit er wieder groß und stark werden kann. Und vielleicht bekommen wir dann auch mal eine tolle Ernte. Weil ich habe nur ein paar vereinzelte gefunden, wie gesagt. Aber immerhin. Dieses kleine Bäumchen ist ein Lorbeerbaum. Und zwar der Lorbeer, den man für die Küche brauchen kann. Hier gibt es auch die Spezialität, das ist Steak an einem Lorbeerstick stecken. Da wird also ein gerades Stück vom Ast genommen und die Stücke Fleisch darauf angespießt und dann fein gebraten. Das gibt einen leckeren Geschmack. Ich bin hier auf einer Ebene recht hoch über dem Haus. Vielleicht, ja, das 3 oder 4 Etagen weiter oben. Da unten ist das Haus noch in Konstruktion. Das Dach fällt noch, ist noch im Rohbau. Aber hier ist ein kleines
Stückchen Terrasse, das ist recht hübsch. Das hat eine alte Holzhütte. Da wächst der Kastanienbaum. Und da wuchert eben auch Schilf, das wir schon ziemlich ausgedünnt haben. Ist der kleine Limettenbaum, den ich gesetzt habe, und dort ist eben der Lorbeerbaum. Und ich denke, hier ist ein wunderbarer Platz für einen Aussichtsplatz. Nun, Aussicht hat man fast von überall her, aber hier wäre doch ein schönes Plätzchen. Da kann man auch die Holzhütte vielleicht noch ein bisschen herrichten. Und dann hat man hier einen schönen Platz, um zum Beispiel am Abend das Feierabendbier zu trinken und dazu über das Land zu schauen. Bis dann!